Ja, herzlich willkommen bei Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ein Spiel, das ich schon lange mal wieder spielen wollte. Und das hat sich zurzeit jetzt gerade angeboten, da ich es mal wieder ausgebuddelt habe aus meinen ganzen Spielen. Und der Start ins Menü ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Und jetzt starten wir auch gleich mal ein neues Spiel mit unserem Lieblingsarchäologen. Moment. Jetzt habe ich gerade gesehen, Optionen. Ich habe da zwar schon geschaut, aber es... Also es müsste eigentlich alles passen. Aber trotzdem machen wir da... Nein, Audio wollte ich jetzt nicht schauen. Ich glaube, das müsste so passen. Hoffe ich zumindest. Schwierigkeit und Grafik wollte ich noch kurz gucken. Also die Grafikauflösung kann ich nicht höher stellen, als ihr hier seht. Das lässt sich leider nicht höher stellen. Vom Spiel so bedingt. Schwierigkeit ist noch wichtig, genau. Wir spielen auf schwer, genau, der Drache hier. Ihr seht schon, das Ganze ist etwas asiatisch angehaucht. Und im Verlauf der Geschichte werden wir dann auch noch rausfinden, warum. Aber zuerst geht es mal nicht nach China. Sondern ganz woanders hin. Und ja. Oh. Ich wollte ein P. Er gibt mir kein P. Er gibt mir nur diese komische Klammer hier. Oh, jetzt. Okay. Pemg. Nicht ganz. So, jetzt. Ich habe es geschafft, meinen Namen richtig zu schreiben. Sehr schön. Und dann, glaube ich, können wir... genau. Start. Dann geht's auch schon los. Nach Ceylon. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob da... Hoppla. Der Karte nach markiert dieser Steinkopf den Eingang in die verlorene Stadt. Unter der Stadt liegt der Tempel der dunklen Flussgöttin mit dem Götzen von Koruvatu. Ich bin fast da. Ja, jetzt fangen wir also an auf Ceylon. Also heute heißt es ja, glaube ich, Sri Lanka. Ganz anders als damals. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da am Anfang in der Karte als Ladebildschirm ein roter Balken sein sollte, wo wir erst zu Ceylon hinkommen. Weiß nicht, ob er den übersprungen hat. Naja, wie ihr sehen könnt, das Spiel ist schon etwas älter. Ich glaube, um 2000 rum. Aber trotzdem immer wieder schön zu spielen, finde ich. So, Indy der Vogelschreck. Und hier im... Das finde ich auch sehr schön gemacht. Also es hat nicht die beste Grafik, natürlich nicht nach heutigen Maßstäben, aber es hat zumindest eine sehr stimmungsvolle Grafik, bin ich der Meinung. Hinten sind noch irgendwelche Tempel, die sehen so ähnlich aus wie Angkor Wat. In diesem Stil. Und jetzt haben wir hier noch so eine Art Territorial eingeblendet. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich glaube aber nicht, dass ich das ausstellen kann. Ich kann noch mal kurz schauen, ob wir das Tutorial ausstellen können. Bei Steuerung vielleicht. Moment, was war hier? Gamepad? Nee. Kamera, Audio, Grafik. Nee. Ich glaube, die Optionen haben wir nicht wirklich. Drücke C. Nee. Also wenn wir C drücken, kommen wir in die Ego-Perspektive wechseln. Genau. So, ein sehr schöner Wasserfall hier. Und dann gibt es natürlich immer wieder die sprichwörtliche Höhle hinter dem Wasserfall. Das war nicht sehr schwer zu finden. Und hier haben wir ein Artefakt. Oder in dem Fall ist noch eine kleine Götzen. Ein Artefakt mehr fürs Regal. Ja. Nehmen wir das mal mit. Bingo! Eigentlich sollten wir keine Altertümer klauen, aber Indy nimmt das nicht so genau. Götze des Ramba Viara haben wir gefunden. Das war aber wohl noch nicht das Objekt der Begierde, das Indy hier sucht. Aber in jedem, ich bin nicht sicher, ob es in jedem gleich viele gibt, aber in jedem Level gibt es auf jeden Fall mehrere Artefakte.
die wir finden können. Und soweit ich weiß, bringt das, ich weiß nicht, ein Bonus soll das bringen. Aber ich glaube, dadurch wird die Galerie freigeschaltet an Artworks und so. Wenn wir dann alle haben. Hier müssen wir rüber. Wäre aber nicht so schlimm gewesen, wenn wir runtergefallen wären. Da sind ja keine Fallen oder so drin hier in der Grube. Kann sich auch noch ändern. Wir sollten vorsichtig sein. Der hier hat den jetzt auch erwischt, was ihn auch immer getötet hat. Hier ist nichts mehr. Ich schaue mich immer sehr genau um. Also wer mich kennt, weiß das ja. Ich erkunde sehr gerne. Und ich kann mich auch nicht mehr an alles hier erinnern. Deswegen solltet ihr euch darauf einstellen, dass ich in jedes Eck gehen werde. Jedes Eck, das ich sehe zumindest. Oh, da hat's uns sogar etwas Leben abgezogen. Schau einer an. Ich könnte hier eigentlich meine Feldflasche auffüllen. Was du nicht sagst. Genau, und Wasser füllt unsere Gesundheit wieder auf. Und wir können auch trinken, wenn wir angeschlagen sind. Da kriegen wir wieder Gesundheit zurück. Und wenn wir unser Wasser hier auffüllen, dann trinkt... Ja, und jetzt meint er, nein, die Flasche ist voll. So. Können wir hier... Ah ja, wir können hier hoch. Und wir können hier rüberspringen. Was war gerade da gestanden? Stürzt ihn aus der Höhe ab, ist er tot, ja, vermute ich mal. Wenn das da gestanden war. Können wir die Peitsche? Wir können uns doch so schwingen. Nee. Ja, hier ist nichts zum Schwingen, deswegen wahrscheinlich. Oh, hallo. Die Revolver wollte ich jetzt nicht auswählen. Oh, gerade noch, hey. Das ist sich an der Kante. Ah, da unten ist noch ein Eingang, aber der scheint etwas zugewuchert zu sein. Mit E kann ich Gegenstände aufheben. Okay. Ah ja, eine Machete. Ui. Natürlich stürzt das jetzt hinter uns ein. Wie das Schicksal oftmals so spielt. Genau heute hat die Tür ihr Verfallsdatum erreicht, aber Gott sei Dank können wir hier noch raus. Ich glaube, man kann sich auch an... Ja, runterlassen, wollte ich gerade sagen, aber das ist die nicht so elegante Art, glaube ich. Die Pistole wollte ich nicht. Was haben wir denn überhaupt alles dabei? Wir haben eine Pistole, wir haben unsere geliebte Peitsche, wir haben... Die Machete jetzt, die Feldflasche, diesen kleinen Götzen und Karte von Sri Lanka, schau an. Lustigerweise, ich versuche die auszuwählen. U war gerade da gestanden. Ein Moment. Nee, U macht auch nichts. Ich frage mich gerade, wie ich diese Karte auswählen kann. Also ich... Ich kann die einzelnen Sachen mit den Pfeiltasten auswählen. Mit den Nummerntasten, aber die hier weiß ich nicht, wie ich die auswählen könnte. Jetzt will ich mal schon schauen, weil die Karte würde mich wirklich interessieren. Ich glaube zwar, die Level sind einfach genug, aber trotzdem nur für den Fall mal. Auswählen. Aktion. Vielleicht mit E, genau. Das könnte sein. So schwer ist die Steuerung jetzt auch nicht. Und beim Kämpfen, soweit ich mich erinnere, sehr intuitiv. Wir können nämlich sehr viele Kombos und so weiter machen. Aber jetzt erstmal wieder zur Karte hier. Was hat er gesagt? E, genau. Benutzen. Nee. Oh, und da habe ich schon eine Kugel verschossen. Okay, Indy, du kriegst jetzt erstmal wieder die Machete. Nein. Machete. Die Machete ist auf. Oh, ich habe ein Problem, glaube ich. Ich kann die Peitsche auswählen, ich kann aber die Machete nicht auswählen. Null, nein. Das ist wirklich so, ich kann die Machete nicht auswählen. Das ist sehr nervig. Vielleicht steht es ja hier. Ich muss irgendwie durch das Gestrüpp. Genau, würde ich auch sagen. Ah, mittlere Maustaste. Schau an. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir auch die Karte hier.
So, wir sind. Das Hauptmonument war wahrscheinlich dieser riesige Kopf. Wir sind jetzt wahrscheinlich am Stadttor, schätze ich mal. Und dann gibt es noch die Krokodilstadt, den Elefantenschrein. Sehr schöne Namen alles. Bin ich mal gespannt. Und jetzt machen wir jetzt erstmal hier den Weg durch. Diese Ranken hier. Weg damit. Sehr Ich habe ja schön. meine Peitsche dabei. So, jetzt kommt natürlich der Klassiker für die meisten Indie-Spiele. Und zwar sich mit der Peitsche hier rüber zu schwingen. Ich glaube, hier wäre auch nichts Gefährliches unten gewesen. Aber ich will es jetzt auch nicht hier heraufbeschwören. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann weg mit euch. So. Jo, und Indy springt dann mal locker runter. Der bricht sich ja keine Beine bekanntlich. Ah, okay, es ist eine Art Rutsche. Ganz stylisch hier runtergerutscht. Können wir die Fackel mitnehmen? E? Nein? Ich dachte, wir können Fackeln tragen. Gib mir die Fackel. Keine Fackel. Schade. Na gut. Dann geht's weiter. Wer hat die Fackeln hier angezündet, frage ich mich, und hier zugelassen? Naja, wir nehmen die Machete. Und same procedure as before. Weg mit dem Zeug. So. Oh. Elfenbeinjäger. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich muss aufpassen. Welches Elfenbein holen die sich denn hier? Ich denke mal eher, dass es Plünderer sind. So viele Elefanten scheint es hier in den Ruinen nicht zu geben. Das war, hat sich nach einem Affe angehört. Nach einem Affen. So. Ich würde ja sagen, wir schleichen uns an die ran. Oh, okay. Jetzt können wir schon kämpfen, glaube ich. Oh. Du siehst uns doch nicht, oder? Verdammt. Au. Ich stelle mich super an, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich blocken kann. Oh, was war das denn? Komm her. Sehr schön gemacht. War's das? So, unseren ersten Gegner haben wir schon erledigt. Und ihr habt schon gesehen, wir können mehrere Angriffskombos machen. Wir können den packen. Manchmal sieht das auch sehr witzig aus. Wo sich dann beide voneinander getrennt haben. Und jetzt versuche ich gerade... Ach ja, hier, klar. Mehr als offensichtlich. Aber das ist ja auch das erste Level. Das soll ja vor allem zur Eingewöhnung dienen, denke ich mal. So, es tut. Oh, da ist noch jemand. Schauen wir mal, ob wir den mit der Machete uns schnappen können. Oder noch besser. Nee, ich will nicht die Peitsche verwenden. Ich weiß nicht, wie gut die Gegner hier aufpassen. Nicht, dass wir dann das ganze Lager auf uns aufmerksam machen. Ich warte hier mal kurz. Na, kommst du wieder her? Er kommt wieder her. Da ist er! Da ist er! Da bist du auch! Oh, das macht nichts, aber wir können ihn... Wir können ihn so packen. Das finde ich ja sehr witzig, ja. Ist das wirklich auf schwer? Es kommt mir im Moment so einfach vor. Okay, wir können die Schwierigkeit nicht ändern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war auf schwer. Ich habe das dürfte sich nicht umgestellt haben. Ich glaube, es wird schon noch schwieriger. Oh. Okay. Die konnten wir kaputt machen. Stimmt. Ich erinnere mich leicht. Na? Ah, hier ist irgendwas drin. Revolvermunition. Sehr schön. Und wie viel haben wir jetzt wieder? Fünf Patronen dazu bekommen. Sehr schön. Oder sechs. Eine habe ich ja aus Versehen verschossen. Und ich glaube, in dem Spiel ist es so, dass Indy automatisch zielt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Menü könnte jetzt eigentlich verschwinden. Such diesen verdammten Amerikaner. Van Beck will seinen Kopf. Woher wissen Sie denn, dass ich hier bin? Okay, und ein Van Beck will unseren Kopf haben. Und was liegt hier? Eine Schaufel. Okay. Müssen wir was ausgraben? Als Archäologe. Moment mal, seht ihr, was ich auch sehe? Da ist eine Art Kiste. Wir könnten die also erledigen.
mal schnell. Vielleicht sehen sie uns ja nicht. Oi, er ist hier! So viel dazu, sie haben uns gesehen. Oi, er ist hier! Können wir nicht... Oh, shit. Au, das hat wehgetan, aber richtig. Mistkerl, du. Schaufel! Gib mir die Schaufel! Oh, Mann. Die kommen hier gleich mit allem an, was sie haben. Flaschen, Stühle. Nein! Nein! Ich will die Schaufel haben. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Sagen wir es mal so. Hier habe ich eine Flasche für dich. Einen haben wir schon mal. Das war... Ja, das hat uns einiges gekostet. An Gesundheit. Trink mal was, Indy. So. Sehr schön. Jetzt geht's ihm gleich wieder besser. Was war denn das? Ich dachte, wir könnten diese Kiste irgendwie... Ging das nicht irgendwie? Okay, ich glaube, ich verschwende hier nur meine Munition. Tja. Wenn es ging, dann nicht so. Da ist gar nichts drin. Okay. Oh. Wir randalieren hier ein bisschen. Oh, hier steht auch noch was. Aber da ist nichts drin. Das ist ja blöd. Na gut. Aber irgendwie könnte... Dachte ich, könnte man diese Kiste hier runterfallen lassen. Aber wohl nicht so wie... Naja. Ich glaube, die hätten es so oder so entdeckt, wenn wir hoch wären. So schlecht ist die KI, glaube ich, auch hier wieder nicht in dem Spiel. Okay, das sieht schon mal... Nee, mit der Schaufel geht das nicht ganz. Hol deine Machete wieder raus in die... Und wieder auf mysteriöse Art und Weise brennen hier Fackeln, obwohl das Ganze zugewuchert ist. Wir können auch die Fenster frei hacken. Für freie Sicht zum Mittelmeer. Sehr schön. Viel Wasser hatte ich nämlich wirklich nicht mehr. Sehr geil. Wo ist... Ey, unsere Schaufel ist verschwunden. So ein Mist, ey. Die wurde weggescriptet. Na gut. Keine Schaufel mehr für uns, will das Spiel uns damit wohl sagen. Ah, und hier können wir wieder die Peitsche benutzen. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch irgendwas liegt, das ich vergessen könnte. Moment, was steht da? Wenn es eng wird, kann sich Indy an einer Mauer entlang tasten. Gehe dazu auf die Mauer zu und drücke E. Ja. Ah, jetzt. Jetzt macht das. Okay. Sehr schön. So. Was war jetzt mit diesem Ding hier? Das kann man doch zerstören. War es das jetzt? Moment, war da irgendwas gelitten? Oh! Na toll. So weit runter wollte ich... Aber da war wirklich was drin in der Kiste. Was war denn hier? Bingo! Mahavatu-Maske. Und wieder sagt er mal Bingo. Bin mal gespannt, ob er noch andere Sprüche auf Lager hat. Schauen wir die uns mal schnell an hier. Mahavatu-Maske. Okay. Wie schön. Geht das nach einer Zeit wieder weg? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich brauche jetzt die Peitsche auf jeden Fall. So. Ich frage mich, ob wir diese Kiste eigentlich schon vorher runterfallen lassen hätten können. Vielleicht, wenn wir hier lang gegangen wären. Vielleicht bin ich falsch gegangen. Ich bin... Nee, ich habe ja da hoch gemusst. Ich habe versucht, die zu erschießen. Vielleicht habe ich sie einfach nicht getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Da hätten wir uns die zwei natürlich vom Hals halten können. Das sieht verdächtig aus.
Es gibt was zum Schwingen und der Boden hat Risse. Ich denke mal, da fallen wir nicht drauf rein. Yep. Oh, jetzt hat uns sogar was abgezogen, was? Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, okay, wir können hier hochklettern, aber nur hier. Aber es wäre nicht tödlich gewesen. Trotzdem sollten wir vielleicht auf... Oh, das sieht tödlich aus, ja. Komme ich da überhaupt? Oh. Okay, jetzt müssen wir wieder schwingen. Oh, okay, ich dachte schon, ich gleite da ab. Weil das Ding hier zugestellt war mit diesem blöden Steintor. Oh, wo sind wir denn hier? Sieht ja cool aus hier. Da hängt schon mal eine Liliane. Könnten wir vielleicht zum Schwingen benutzen. Schon wieder haben wir uns was abgezogen. So, das war ein Meter Unterschied. Höhenunterschied. Kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, Indy. Hm. Ich würde aber sagen, bevor wir uns das hier genauer anschauen. Das sieht ja sehr interessant aus. Diesen neuen Bereich hier. Und was uns dahinter erwartet, ob mehr Fallen, wahrscheinlich noch einige mehr Elfenbeinjäger. Sage ich an der Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.